chill dein Leben. Denn wenn du es nicht machst, wisst ihr, was letztes Jahr die höchste Todesfallrate war in Deutschland, 2020? 34% Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Covid übrigens nur 4%. Es war genau vor 5 Jahren. Ich gehe zu meinem Augenarzt, Routineuntersuchung, checken, ob das Glas noch passt. Ich gehe dann rein zu ihm in der schönen Stadt Landsberg, westlich von München. Ein total altes Haus. Selbst ich, ja, mit meinen 1,74, muss mich ducken, wenn ich durch die Türstöcke gehe. So alt ist das Haus. Aber dann innen, in seinem Behandlungsraum, neuestes Gerät, alles vom Feinsten, tippitoppi. Gut, ich setze mich also hin. Dann fragt er, ja, was machen wir denn so alles? Ich habe hier was Neues. Augenhintergrunduntersuchung. Ja, okay, wird schon nicht wehtun. Dann setze ich mich auf den Stuhl. Das ist so eine, vom Führerschein kennt ihr das vielleicht auch noch, diese Stühle, wo man dann auch sein Kinn drauflegen muss. Und unten ist dann so eine Papierschale drin, wo dann das Papier wegzupft, damit es auch hygienisch ist. War schon vor Corona. Du legst dein Kinn drauf, guckst da rein. Dann sagt er, Achtung, jetzt wird es gleich hell, also Augen auf und Blitz. Macht er eine Fotografie von meinem Auge, andere Seite genauso. Anschließend dann wird noch geprüft, ob ich so auf die Nähe sehen kann, auf die Ferne, wie schaut das aus, bist du rot-grün blind, nee, alles in Ordnung. So und dann zeigt er mir anschließend das Foto von meinem Augenhintergrundapfel. Riesengroß auf dem Bildschirm, keine Ahnung, DIN A3, DIN A4. Und sagt, haben Sie eigentlich einen stressigen Job? Und ja, ich fühlte mich leicht ertappt und sagte, ja, wieso? Ja, schauen Sie mal hierher. Hier sind die feinen Äderchen. Die sind alle geplatzt. Hier und hier und hier. Und wissen Sie was? Das Auge hinten ist der Vorbote für das, was in ein paar Jahren in Ihrem Herz passiert. Sie stehen hier kurz vor dem Herzinfarkt, wenn Sie nicht an Ihrem Leben ändern. Und da war ich dann doch leicht geschockt und habe gedacht, okay, jetzt musst du wirklich was ändern. Und ab dem Zeitpunkt habe ich überlegt, was macht der Stress bei mir aus? In welchen Situationen bin ich im Stress? Wie kann ich den umgehen? Und habe mich darauf fokussiert, mehr auf mich zu achten, auf meinen Körper zu achten, auf meine Ernährung, auf meine Gesundheit. Ich habe wieder Sport gemacht, wozu ich vorher keine Zeit hatte. Ja, ich hatte nur keine Priorität, aber keine Zeit. Und dadurch habe ich gelernt, dass es auch gelassen geht. Ich habe eine Atemtherapeutin kennengelernt, die mir auch noch geholfen hat, wirklich atmen zu können, mit dem Atem ganz bei dir zu sein und Entspannungsübungen zu machen. Und das Allercoolste, was ich für mich mitgenommen habe, ist, ich lebe am schönen Ammersee und ich liebe Stand-Up-Paddling. Ja, das sind diese großen, langen Dinger, aufblasbar. Ich habe ein weißes, 12 Fuß langes Teil, weiß mit gelb-schwarzen Streifen. Und was mache ich damit? Das letzte Mal übrigens vor 4 Wochen. Ich gehe zum See runter, habe mein Neo an, sonst ist es vielleicht ein bisschen kalt jetzt im Winter. Und dann paddel ich hinaus auf den See. Und dann genieße ich einfach die Zeit für mich. Die Ruhe. Und wenn schönes Wetter ist, dann lege ich mich auf den Rücken und gucke einfach nach oben oder ich mache die Augen zu. Ich möchte euch den Tipp mitgeben, nehmt euch Zeit für euch, idealerweise in der Natur, chillt euer Leben.